Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Astronier mit eurem Zaubertrank. Wir haben das Eisen gesammelt, was ich brauchte. Und Titanium haben wir auch. Und wir nehmen noch einen Schwung Argon mit. Und ich bin mir nicht sicher, ob unsere Rocket reicht, dass wir abhauen können. Ich hoffe. Schon wieder so laut. Oder ist das getäuscht? Wir probieren es einfach mal. Da muss ich mir langsam mal die neue Rakete bauen. Aber da muss ich Hydrazin haben. Eigentlich will ich mich mit dem Zeug noch nicht rumärgern. Denn da baue ich mir nie mehr ab und zu mal eine neue Rakete. Booster. So, wir wollen wieder zurück zum Heimatplaneten. Müsste das hier sein? Silber, genau. Okay. Ja, die hat es zerschwinst. Und hier sind unsere ganzen Anzeigen. Perfekte Landung, sag ich dann nur. Gut, sehr schön. Ich bin entzückt. So, wir nehmen das mal raus. Und zwar. Und wollte mich gerade nicht lassen. Und passt. Gut. So, wir müssen wieder da ran. Dann haben wir das Eisen und dann haben wir noch mehr Eisen. Sehr geil. Gut. Aus dem Eisen machen wir Stahl. Das ist der Plan.
Dafür brauchen wir Argon. Argon haben wir, Kohlenstoff. Kohlenstoff. Und dann 10 Modus. Okay. Können wir ja mal eben hier gucken. Da stand es offensichtlich nur, wenn Platz ist. Das ist gut. Das ruiniert mich einfach nur alles. Das wiederum heißt, ich kann jetzt mal eben so ein Kupfer. Neue Kanister bauen. Ich brauche mehr Kanister. Einfach zu wenig Kanister. Ja, wir sind bald soweit. Ja, TG. Glas und Kunststoff. Hier ist Kunststoff. Ein ganzen Kunststoff habe ich noch. Dass ich jetzt durch bin, ich nehme ich mit. Wir flitzen mal eben hier rüber. So, Glas. Das packe ich dann gleich mit in den Glascontainer. Ich hätte hier auf jeden Fall einen, aber das war mir jetzt gerade zu umständlich.
Jawohl. So, wie schaut es denn hier aus? Gar nichts. 5. Das war's. 5. Was schadet denn bei euch noch hier? Direkt da drauf und ist nichts. Und 5. Das war ja mal. Bis jetzt war das ja noch gar nichts. Okay. Hier, du kannst da rein. Haben wir noch irgendwelche Knobeln? So, du kriegst einen Container hier drin. So, der kann in Ruhe jetzt den Container voll machen. Oh, jetzt haben wir Rutsche hier, ne? Rutsche, Rutsch.
Gib mir all die Kohlenstoff. Das ist einmal mache ich so, einmal mache ich so. Also an sich ist es ja besser, wenn ich die Symbole sehe, ne? So langsam kriege ich die Symbole in meinem Kopf gemerkt. So, also wir brauchen Kohlenstoff. Zack. Und wir brauchen Eisen. So. Jetzt ist der Stahl drin, ich hoffe. Ist doch massenweise aber ein Kohlenstoff. Hier ist jede Menge Kohlenstoff. Warum nimmst du dir das nicht weg? Es ist doch da. Ich will jetzt nicht jedes einzelne da reinpacken müssen, Leute. So ist hier nicht der Plan.
Wieso zutscht denn der jetzt Eisen da rein? Verstehen. Das soll einer verstehen. Auf jeden Fall produzieren wir jetzt Stahl. Mach mal fleißig. Und vielleicht sollte ich nicht alles Eisen verballern. Da wieder Eisen rein. Ach so, oder? Stahl. Zack, Titanlegierung. Was ist das, was ich wollte? Ich wollte das hier. Stahl habe ich da. Titanlegierung. Stück plus, ach so, ist kein Platz mehr oder was? So, was für Helium? Lass mich raten, Helium habe ich nicht. Argon, was ist Argon? Wasserstoff,
Wasserstoff, Stickstoff. Schwefel. Okay, das Einzige, was fehlt, ist Helium. Okay. Also Helium dann. Den Platz, glaube ich, finden. Ja, ich gehe wieder hoch. Gut. Auch das kriegen wir hin. Unsere Ressourcen sind nicht da. Großes IOP. Eisenglaskunststoff, das sollte machbar sein. Ich habe ja, glaube ich, nicht alles verballert, ne? So der Plan. Bisschen ist noch. Eisen. Eisen, Glas. Kunststoff. Kunststoff? Hier ist Harz. Dafür brauche ich Gemisch und Kohlenstoff. Kohlenstoff liegt hier rum. Hier ist alles. Gib mir mal das. Das. Das.
Kunststoff. So, Atmosphärenkondensator. Während der Druck gehe ich einmal unten gucken, wie weit mein Stampfer ist. Ist fertig. Sehr nice. Nehme ich doch direkt wieder mit. Fein, fein. Feine Papagei. Noch eine Ebene. Ich frage mich, ob die Leuchtstäbe dauerhaft leuchten oder ob die nach einer Weile wieder ausgehen. So, Brenner, ich möchte, dass du das alles zerbrennst. Dann haben wir den fertig. Zack. Natürlich drehe ich jetzt nicht hier. So, die ganze Zeit drehen muss ich ja. Ein so ein Atmosphärenteil. Ja, ganze Schubdüse im Eimer. Dann brauche ich eine neue Schubdüse. Ammonium und Aluminium.
Du baust mir noch einen. Dann war hier. Ammonium. Danach alles voll. Alles voll geballert mit irgendeinem Krempel gerade. Noch ein Atmosphärenkasten. Zwei reichen eigentlich, ne? So, Ammonium. So. Eine Feststoffkugel. Angebaut. Angebaut. Methan. Argon. Stickstoff, Methan, Schwefel. Hier war das Problem mit dem Strom. Nach Longus ist auch Methan. Helium. Wir brauchen Helium. Ist hier nicht Helium? Das ist Argon. Okay, wir brauchen Helium. Dann renne ich dahin. Nochmal.
Atrox. Schlawine. Extra große Plattform, ne? Gut, neue Plattform. Dun, dun, dun. Große Plattform hatte ich da glaube ich auch noch nicht, weil ich da kein Eisen hatte. Tendenziell brauche ich das Ding jetzt doch hier. Dann hätte ich gerne eine große Batterie. Hier sind momentan 2 dran. Dann hätte ich gerne das hier. Anstelle von dem kann ich den wandern. So. Hab ich den doch wieder umsonst hergeschleppt. Na ja.
Wenn ich einen großen Rover baue, dann passt der nicht in die Rakete. Landeplattform. Autoextraktor. Doch hier keine. Braucht kein Auto als Traktor, wenn hier keine steht. Macht keinen Sinn. Solarstromanlage macht keinen Sinn. Schredder brauche ich nicht. Freizeitballer. Brauche ich nicht. Das ist es, was wir brauchen. Aber dafür brauchen wir erstmal das Helium. RTG. So. Atmosphärenkondensator. Nehme ich halt noch mehr davon mit. Wird eh alles problematisch wegen des Energieverbrauchs. Aber ich muss ja erstmal muss ich Helium haben, dann können wir das ADG bauen und dann fließt das. Ja, wollte ich das Lithium hier lassen. Oh, Bild. Lithium. Das 10, Kupfer. Aluminium, Ammonium, Stahl, Gummi, Titanium, noch kein Lithium mehr. Offensichtlich habe ich auch kein Lithium mehr. Mein Material wird immer weniger Keramik. Das ist schon ganz nett mit diesen Dingern hier. Aber auch etwas verwirrend. Ah, ich habe kein Lithium mehr.
Atmosphäre. Atom. Ein Chemielabor wäre eigentlich auch noch eine schöne Sache, ne? Wolfram, Glas, Keramik. Aber ich habe, glaube ich, keinen Wolfram mehr hier. Ich habe das, glaube ich, alles komplett umgewandelt. Ja, das ist alles umgewandelt, das Zeug. So. Kupfer, Zink, Aluminium, Kohlenstoff. Nicht drauf zeigen, selber machen. Gut. Weiter geht's, weiter geht's. Du, 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 du. Oder aufpassen. Dass hier ein Copyright kriegt. Ich hatte erst gedacht, ich kann an den ranbauen, aber es sind die mittleren, die hier rankommen. An den mittleren passen 16. 2x16 und nochmal 2x16. An diesen passen 2x16. Plus 2x16. Nee, da passen viel, viel mehr ran. Da kann ich ja noch kleine ranbauen. Hier, also diese mittelgroßen. Genau diese hier. So, haben wir nicht gerettet, meine Freunde. Hier dann noch ein Titan hängt hier noch dran. Wieso hängt hier noch ein Titan dran?
jetzt mal so machen. Okay. Passen da noch mal viel, viel mehr ran. Aber so viel will ich gar nicht mitnehmen. So viel brauchen wir ja im Leben nicht. Chemielabor wäre eigentlich noch ganz nice, aber dafür fehlt mir auch wieder was. Aber was wir die Nanocarbon-Legion haben, dann ist alles shit. Ich nehme eine Batterie mit. Gut. Und dann nehme ich noch ein bisschen hiervon mit, weil einfach Platz übrig ist. Ups. Nein, 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 nein. Gut. Jetzt haben wir wohl eine schöne Rocket zusammengestellt. Eine große Plattform, drei Atmosphärendinger, jede Menge Platten, damit das Zeug da drauf gemacht werden kann. Und ein bisschen von dem anderen Kram, weil noch Platz übrig war. Das heißt, wir sind im Grunde genommen abreisefertig, so wie es ausschaut. Und die Stunde ist auch schon wieder rum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne das Däumchen, ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr wollt. Bis dahin, Ringehorn.